Hey Leute, gute Nachrichten. Ich bin gerade entsperrt worden. Ich habe gerade die Nachricht bekommen, dass ich jetzt entsperrt worden bin auf YouTube. Immer nur hinten auf dem Kindersitz macht Lärm. Ich sehe gerade ein bisschen durcheinander, also verwildert aus, weil wir waren gerade im Meer, haben heute einen schönen Tag gehabt. Wir haben generell schöne Urlaubstage gehabt in der Zeit, wo ich unfreiwillig Urlaub hatte. Macht euch also keine Sorgen. Ab morgen bin ich wieder live. Wir gehen jetzt noch einkaufen, machen noch ein Video für Evanio. Ab morgen bin ich wieder live. Ich bin frühzeitig entsperrt worden. Küsse gehen raus. Das geile Video hat sich gelohnt, ja. War gut, dass ich entführt habe. YouTube hat direkt gemeldet. Jetzt haben wir gerade in den Tunnel rein. Ja, auf jeden Fall, damit ihr Bescheid wisst, ihr müsst nicht mehr länger warten, nur noch bis morgen. 20 Uhr sehen wir uns, umgeklickt. Oh, wir warten noch, bis der Tunnel vorbei ist, um nochmal Licht zu haben. Da kannst du die Hand aus dem Hose rausnehmen. Moment. Okay. Bitte. Ja, auf jeden Fall, ich muss euch auch nochmal sagen, danke für den geistkranken Support hier auf diesem Channel. Wir haben 2 Videos hochgeladen, nach 4 Monaten, alle sagen immer, alle YouTuber heulen immer so rum. Alle YouTuber heulen immer so rum, yo, Algorithmus, oh Algorithmus, oh Algorithmus. 4 Monate nichts hochgeladen, beide Videos 500.000 Aufrufe und in die Trends, beide in den Trends gleichzeitig. Alles hops genommen. Das Einzige, worüber ich rumgeheult habe, ist die Ungerechtigkeit. Denn die Sperrung, die ich hatte, die war ungerechtfertigt. Das hat YouTube jetzt auch eingesehen. YouTube hat auch die Sperrung jetzt frühzeitig aufgehoben. Wir sehen uns um 20 Uhr morgen. Küsse gehen raus. Und ja, schön, dass du mit Evanio geht's bis morgen. Haut rein! Ich freue mich auf morgen. Küsse gehen raus. Danke für euren Support. Ach, noch eine ganz kurze Sache. Eigentlich wollte ich Hochformat in einem Monat wieder starten. Jetzt ist es dunkel. Warte, ich mache mal Licht an. Eigentlich wollte ich Hochformat erst in einem Monat wieder starten, weil ich bekomme in einem Monat Besuch von einem Kollegen, von einem Real-Life-Kollegen von mir. Der bleibt eine längere Zeit hier. Mit dem wollte ich wieder so Sport und so durchziehen. Und dann werde ich auch wieder ein bisschen mehr aktiver im Real-Life sein. Ich werde jetzt noch bis August noch ein bisschen mehr, ich sag mal, zu Hause chillen, bisschen mehr zocken, das heißt, ihr könnt euch auf Gaming-Streams freuen, auf ungespielt, auf Gaming-Streams, auf generell Streams und alles. Aber im August wird es wieder mehr Real Life geben, also im August geht dieser Kanal wieder richtig los, täglich. Das waren jetzt so Ausnahmevideos, einfach weil halt die Sperrung da war, aber ab, sagen wir spätestens Mitte August geht es wieder hier daily los. Danke für eure Geduld und eure Wartezeit. Diese ganze Corona-Scheiße hat einfach, hat einfach Motivation genommen, irgendwas zu unternehmen, weil Fitnessstudio war zu, viele Geschäfte waren zu und so. Ist ja in Deutschland genauso gewesen und deswegen war hier eine Pause, ja, für die Leute, die sich gewundert haben. Also wir sehen uns hier auf dem Channel in ungefähr einem Monat wieder. Vielleicht gibt es zwischendurch mal ein Video, vielleicht, aber wir sehen uns in einem Monat wieder und dann richtig daily wieder. Ja, weil wenn ich anfange, dann mache ich es richtig, ihr kennt mich und diese Halbi-Wischi-Waschi-Sachen ist nicht mein Ding. Ich war auf ungespielt, ist ja auch jeden Tag live. Weil ich mag diese Wischi-Waschi-Sachen nicht, ich kenne das. So, wir sehen uns. Und ja, morgen bei Ungespielt wieder 20 Uhr. Küsse gehen raus. Ciao. Checkt meine Geisel aus. Hey. YouTube, ich lasse jetzt wieder frei, ne? Habt ihr gut gemacht. Tschüss.